Ich heiße Johannes Kuhn und ich moderiere Hoffnungsfest. Johannes Kuhn ist ein Schwabe, der in Stuttgart groß geworden ist, der eine wunderbare Familie hat, eine Frau und drei Töchter, mit denen ich total gern zusammenlebe. Ich hatte das Glück, dass ich in einer Familie groß geworden bin, wo ich einfach eine glückliche Kindheit und Jugendzeit hatte. Ich habe früh über den Glauben viel mitbekommen und habe das nicht als Schaden empfunden. Ich bin ein Genießermensch. Ich esse gern, ich trinke gern Kaffee. Ich bin Fußballfan, Anhänger vom VfB Stuttgart seit Kindesbeinen. Daher ist auch, ich bin leiderprobt als Fan vom VfB. Und ich liebe es einfach, mit Menschen unterwegs zu sein, das Leben zu genießen und ja auch zu entdecken, wie Gott in unser Leben hineinspricht. Ich bin total gern bei Hoffnungsfest dabei, weil Hoffnung für mich, glaube ich, das Größte ist, was man im Leben haben kann. Also es gibt Punkte im Leben, da stehst du wie vor so einer Mauer, und über die du nicht drüber gucken kannst. Und dann ist Hoffnung sowas wie eine Leiter oder wie ein Tisch oder ein Stuhl, auf den ich mich draufstellen kann, wo ich dann über die Mauer hinweg sehe und sich mein Horizont weitet. Ich bin davon überzeugt, dass wir Hoffnung haben im Glauben an Jesus Christus und finde es großartig, dass wir das mit einem Fest verbinden, und deswegen bin ich da total gerne dabei. Ich kenne ja unsere ganzen Gäste schon, habe mit denen gesprochen, über was wir hier reden, und das sind so bewegende Geschichten, wo man merkt, hey, da hat Gott in das Leben von Menschen eingegriffen durch ganz unterschiedliche Sachen. Und da freue ich mich irgendwie auf jeden unserer Gäste, weil jeder Gast was anderes mitbringt. Wir feiern schlicht und ergreifend, dass Gott uns unendlich liebt und dass wir mit unserem Scheitern, das wir erleben, bei ihm nicht am Ende sind, sondern er sagt, da wo du bist, da bin ich auch. Und ich will dir die Horizonte aufreißen und dir ein Leben schenken, das du dir gar nicht vorstellen kannst.